Peter und ich wollen heute schon um 7 starten, denn bis Toledo sind es 39 Kilometer. Zum Frühstück gibt es schnell etwas Apfelkuchen, dann geht es los. Im Hostal El Toledano in Mora auf dem Jakobsweg Camino de Levante ist Rauchen unerwünscht, trotzdem stehen überall Aschenbecher. Peter hat im Hostal Restaurante Asiatico Agrippino, dem chinesischen Restaurant, für 29 Euro übernachtet. Für empfindliche Nichtraucher ist das vielleicht die bessere Wahl. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante verläuft von Valencia nach Samara. Die heutige Etappe von Mora nach Toledo ist 39 Kilometer lang. Normalerweise vermeide ich solche langen und anstrengenden Etappen, aber es gibt bis Toledo keine Unterkünfte, obwohl wir heute durch 4 Ortschaften kommen. Immerhin gibt es keine größeren Steigungen und es soll heute auch nicht heiß werden. Allerdings bleibt es heute lange Zeit stark bewölkt. Die Sonne wird sich erst gegen 12 Uhr zeigen. Um 7:30 sind wir in Mascarache, einem kleinen Ort mit 400 Einwohnern. Hinter der Kirche befindet sich das Castillo de Mascarache aus dem 14. Jahrhundert. Es war größtenteils verfallen, als es in den 1980er Jahren in 5-jähriger Bauzeit wieder aufgebaut wurde. Hier suchen wir eine geöffnete Bar für das zweite Frühstück. Schnell eine Tostada und Kaffee con Leche, dann geht es weiter. Bis zur nächsten Ortschaft, Almonacid de Toledo, sind es nur 6 Kilometer. Von weitem sieht man schon das Castillo Almonacid de Toledo. Seine erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem 9. Jahrhundert. Aufgrund wirtschaftlicher Not wurde es 1893 erlaubt, Ziegelsteine aus der Festung zu entnehmen und zu verkaufen, was der Bausubstanz der Burg nicht zuträglich war. Der Stadtrat von Almonacid bietet die Burg für 1 Cent an jeden an, der sich bereit erklärt, die Burg vollständig zu restaurieren. Um 10:45 erreichen wir die Ortschaft Almonacid de Toledo. Wir schauen uns die Pfarrkirche an.
Peter bittet den Pfarrer um Stempel für die Kredenzials, unsere Pilgerpässe. Der Pfarrer nimmt uns mit ins Pfarrbüro, um die Pässe zu stempeln. Es ist heute sein zweiter Tag in dieser Pfarrei. Weiter geht es auf dem Camino de Levante. Bis zur nächsten Ortschaft, Nambroca, sind es 10 Kilometer. Um 1 Uhr sind wir in Nambroca, ein größerer Ort mit 4500 Einwohnern. Ich sollte mehr trinken. Im Supermarkt hole ich eine Riesenflasche Limo und fülle die Getränkeflaschen auf. Es gibt hier einen Dönerladen, aber wir haben für unsere Verpflegung vorgesorgt. Nach 2 Stunden den Rucksack abnehmen, fühlt sich an wie Fliegen. Habe ich schon gesagt, dass man mit Peter sehr gut Brotzeit machen kann? Menü de día clásico. 21 Kilometer sind geschafft, es fehlen noch 18. Um 14:45 laufen wir durch Bugillos de Toledo, 3100 Einwohner, auch ein guter Ort für einen Stopp. Es ist 15:45, wir machen eine kurze Pause in Copisa.
Viertel vor fünf sehen wir Toledo vor uns liegen. Es sind noch 7 Kilometer zu laufen. Halb sechs, Toledo endlich. Die Stadt liegt wunderschön auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses Tajo. Erschöpft von der langen Wanderung stehen wir staunend vor dieser Stadt und wir können uns an dem Anblick kaum satt sehen. Man fühlt sich schon am Ziel angekommen, aber der Camino de Levante führt uns über die Panoramastraße noch 3 Kilometer weiter um die halbe Stadt herum mit wunderschönen wechselnden Ausblicken auf die Stadt. Über die Alcantara-Brücke wird der Tajo überquert. Nach der Brücke folgen wir dem Jakobsweg geradeaus über steile Treppen hinauf nach Toledo. Wer seine Füße schonen möchte, kann sich nach der Brücke rechts halten und bei einem Parkhaus bequem über Rolltreppen hinauf in die Stadt schweben. Von der Plaza de Zocco d'Auvergne bis zur Kathedrale, unserem Etappenziel, ist es nicht mehr weit. Sigan las indicaciones de la organización. Única salida por las calles Cardenal Cisneros, Santa Isabel y Ciudad. Gracias. Wir haben im Oasis Backpackers Hostel Betten für 17 Euro gebucht, ein sehr schönes, zentral gelegenes Hostel, allerdings mit recht engen Schlafräumen. Das Highlight ist die Dachterrasse mit herrlichem Rundblick über Toledo. Für Peter ist heute der letzte Tag auf seinem diesjährigen Jakobsweg. Er wird morgen über Madrid und Santiago de Compostela nach Hause fliegen. Ich werde mir morgen ausgiebig Toledo anschauen und übermorgen den Camino de Levante fortsetzen. Im Hostal wurde uns die Cerveceria El Trebol an der Plaza de Zocco d'Auvergne empfohlen und hier feiern wir beim Abendessen Abschied.